Bei uns im Mahlbad Habach haben wir über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt und in über 30 verschiedenen Berufsgruppen. Und das heißt, es ist sehr vielfältig bei uns im Haus, einerseits von den Berufen her, von den Tätigkeitsfeldern, die wir bieten können, aber auch der Alltag, nachdem wir auch verschiedene Patientengruppen ja im Haus haben, nicht nur die orthopädische Rehabilitation, sondern auch die Gesundheitsvorsorge aktiv, das ist das Nachfolgeprogramm der Kur, ist es ein sehr abwechslungsreicher Alltag. Wir haben ja verschiedenste auch Therapiemethoden, wo einfach die Fähigkeiten und das Wissen und auch die Erfahrung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingesetzt werden kann in den verschiedensten Therapieformen von aktiven Therapien, bei Vorträgen, bei Workshops, bei Schulungen. Also das Aufgabengebiet ist sehr vielfältig und eben darüber hinaus fördern wir eben auch die Zusammenarbeit im Haus. Wir arbeiten auch mit ICF. Wodurch wir eben hier auch die Zusammenarbeit auch mit den Ärzten, mit der Pflege, in der Therapie, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass hier wirklich alle Berufsgruppen an einem gemeinsamen Ziel für den Patienten arbeiten. Wir haben ein Einschulungsprozedere, auf das wir sehr, sehr viel Wert legen. Bei uns ist es so, der neue Mitarbeiter wird in einem Detailgespräch vorbereitet von der Abteilungsleitung, kommt dann ins Haus, bekommt einen Ansprechpartner seiner Profession zur Seite gestellt, der ihn durch das ganze Einschulungsprozedere begleitet. Das heißt, schaut dann so aus, er stellt ihm einen Plan zusammen, die erste Woche schaut er einmal nur zu, lernt das Haus kennen, lernt die Therapien zum Beispiel beim Physiotherapeuten kennen. Dann führt er sie durch, unter Kontrolle. Wir haben auch für jeden Bereich Kompetenzteams, zum Beispiel für den Bereich Unterwassergymnastik, für den Bereich Krafttraining, wo die bei der Einschulung unterstützen. Sie stehen jederzeit auch für Fragen, was sie noch verbessern müssen. Also das wird besprochen dann auch immer zur Verfügung. Wenn das alles gut funktioniert, dann hat er bei mir nochmal ein Reflexionsgespräch und dann wird das Ganze freigegeben. Wir haben auch interne Fortbildung. Jeder Mitarbeiter, der extern eine Schulung durchführt, wo sie ja auch dabei unterstützt werden von uns, gibt es dann an die Kollegen weiter in einer internen Fortbildung, dass auch das Fachwissen weitergetragen wird. Das ist ein Wissensmanagement. Und nicht zu vergessen sind unsere Kongresse. Orthopädie-Tage, Schmerzkongress. Wir haben ein Lebensstilprogramm von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Wir schauen immer, dass wir was für mentale Gesundheit machen, was für Bewegung und was für Ernährung. Und dann haben wir noch nebenbei so ein Rahmenprogramm, wo zum Beispiel unsere Gärtnerin Adventkranzbinden macht. Also dass alles wirklich enthalten ist, zum Beispiel bei der Diätologie, die machen Kräuterwanderungen, stellen Kräuteröle her, stellen Rezepte für Weihnachten zum Beispiel zur Verfügung. Also Bewegungsschiene haben wir Yoga, Pilates, Kraftsensormotoriktraining bieten wir dann. Bei der Psychologie da haben wir das Achtsamkeitstraining durchgeführt, Entspannungstechniken wie progressive Muskelentspannung, Fantasiereisen, aber auch Workshops zur Raucherentwöhnung bieten wir an für die Mitarbeiter. Also sammeln wir auch wieder die Ideen aus den Mitarbeitergesprächen, was halt in den Teambesprechungen kommt. Also wir lassen da schon unsere Mitarbeiter das Ganze mitgestalten.